13 Jahre. Wow! Ich glaube, der Dank ist ja. So, jetzt macht erstmal Applaus auch für die Katja und für die Leute von der Stadt, die das hier organisiert haben. Volker Niems für die ganze Infrastruktur, Städtischer Bauhof. Ries, große Dankeschön. Genau. Und kommen wir jetzt zur Siegerehrung. Habt ihr Bock auf die Siegerehrung? Hey! Fangen wir an mit der Zielgruppe. Platz 3 ist der Rick. 12 Jahre aus Remscheid. Wo ist der Rick? Wo ist er? Wow, erstmal Handschütteln. Guck mal. Applaus für dich. Viel Spaß damit. Ja? Neue Rollen. So. Zweiter Platz. Bernd Kirchner. Julian. So. Kommen wir zum Überflieger. Mit dicken, fetten Applaus. Für Silas Supernek aus Lindlar, 13 Jahre alt. Ziemlich verrückt gewesen, der Junge. Der Jimmy meint, er wird bei den Olympischen Spielen mitfahren. Der ist Hellseher, der Jimmy übrigens. Ja. Applaus. Silas Supernek. Und die anderen, die bekommen auch noch ein paar Trostpreise, oder? Haben wir noch. Könnt ihr euch gleich hier bei dem netten Adam fürs Niki abholen. B-Gruppe. Dritter Platz. Adam fürs Niki. Ja. So, nächstes Jahr fahre ich auch wieder mit. Zweiter Platz aus Gebelsberg, 22 Jahre alt, Maxi Babel. Wo ist der? Sehr smooth gefahren und trotzdem ereignisreich. Ja, Applaus. Maxi Babel. Und den Santa Claus Revival Contest hat gewonnen Nico Böckcher aus Solingen, 26 Jahre alt. Sehr cool. So, zu guter Letzt bedanke ich mich. Ihr wart ein wunderschönes Publikum. Wir haben jetzt noch hier, ja, ich würde sagen, lasst doch erstmal die Zielgruppenteilnehmer nochmal kommen. Alle Teilnehmer aus der Zielgruppe nochmal hier hin, bitte. Ihr kriegt noch ein paar Trostpreise. Und B-Gruppe natürlich auch. Ihr kriegt noch ein paar Trostpreise. Und ansonsten wird der ganze Stuff, den wir hier jetzt haben, in die Menge geworfen. Es liebe der Überflieger.